Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen orchestralen Einleitung hier auf diesem Kanal, Hanover Uncut. Heute haben wir wieder ein kleines Placement für euch am Start, Timberborn. Ein im Early Access sich befindendes Spiel aus dem Epic Games Store. Solltet ihr dieses Spiel nice finden, klickt gerne auf den Link in der Beschreibung und checkt das Ganze im Epic Games Store aus. Nutzt auch gerne meinen Creator-Code, Hand of Blood. Und wir schauen uns das heute an. Timberborn ist ein Strategiespiel mit Bibern. Denn die Menschheit in diesem Szenario hier hat es mal wieder geschafft. Die haben die Erde komplett zum Austrocknen gebracht und sind dann selbst verreckt. Einige Tierarten haben es aber geschafft zu überleben. Zum Beispiel die Biber. Und da gibt es hier zwei Stämme. Lol, die reden einfach wie die Minions. Okay, nice. Und ja, die haben sich angepasst über die Zeiten. Wir hätten da zum einen die Rustikalrouten. Bin ich auch ein Vertreter von. Die Rustikalrouten sind leichtlebige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihr mit einer reichen Ernte belohnt. Ihr Motto: Komfort, Nahrung und robustes Holz. So, dann gibt es die Eisenzähne. Die schalten wir aber erst frei, wenn wir ein durchschnittliches Befinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalrouten erreichen. Das ist ja interessant. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Politica Masara Rustikalrouten. Können jetzt auswählen, wo wir starten. Das sind anscheinend im Canyon, wäre ja krass, oder? Mount Range. Das ist ja geil. Alter, gibt ja übel viel. Ja, aber empfohlen, Ebenen, nehmen wir mal. Wir nehmen mal das Empfohlene erstmal. Aber das ist interessant, so am Wasserfall oder so. Das ist wahrscheinlich dann ein ganz anderes. Naja, wir schnuppern da mal rein. So, es gibt nämlich wohl Trockenperioden, die muss man überstehen. Und man muss natürlich als Biber selbstverständlich Flüsse bauen und so weiter. Gut, wir nehmen einfach erstmal normal. Und wir schauen uns das Ganze jetzt an. Und ja, die Biber sind wohl nach dem Aussterben der menschlichen Rasse wahre Baumeister geworden, die Städte errichten können und so weiter. Tipp, wenn ein Gebäude als stabil... Oh. Das sind mal die kleinen Biber-Butzemänner. Ja, ich sitze mal wieder genau richtig. Wir haben hier auf der rechten Seite Tipps. Ne, Ziele. Okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Also. Aha. Schon mal so ein eckiger Stil, sag ich mal. Das ist natürlich gerade bei Spielen immer interessant und wichtig, die so, wo man selbst viel bebauen kann. Beispielsweise Dungeon Keeper oder Minecraft zum Beispiel. Eckig macht da viel einfacher, Digga. Aha, hier sehen wir alte Bauten. Das ist ja interessant. Alte Hochhäuser, schön. Mietskaserne aus Spandau. Kann ich auch mit der rechten... Ah, mit der rechten Maustaste. Oh, lol! Okay, also man kann anscheinend auch richtig in die Tiefe gehen und sich das so anschauen. Das ist ja nice. Globale Ansicht. Distrikt 1. Okay. Jetzt sind wir wieder in der globalen Ansicht. Ja, weiter rausscrollen kann ich nicht. Ja, das kann man doch locker später abbauen. Okay. Zyklus Tag 1. Okay, man kann... Warte, wir machen erstmal Pause. Krass, hä? Das ist ja richtig auf... Okay. Man hatte ja also auch... ja, eine zeitliche Komponente, ähnlich wie wir das kennen, zum Beispiel von Crusader Kings. Oder jetzt hier, was wir gespielt hatten... Rimworld und so weiter, ja. Erinnert auch ein bisschen an Rimworld, alles so die Konstellation der Map und so weiter. Okay, und es gibt anscheinend auch Wetter, auch wichtig. Man kann hier wahrscheinlich dann die Höhen einstellen, die man betrachtet. Hier können wir Wasser an- und ausstellen irgendwie. Okay, wir haben Ressourcen. Ah, Wohlbefinden 3, okay. Dann haben wir hier wahrscheinlich Wissenschaft oder Forschung, genau. Materialien, Nahrung, Holzscheite und Wasser. Und hier haben wir nochmal eine Detailansicht. 130 Nahrung, bestehend aus 130 Beeren.
Jungtiere haben wir 4, Erwachsene 7, 11 sind obdachlos. Okay. Lol, und die haben ja richtig. Die haben ja richtig einen Charakter. Hä, und auch Skills. Okay, das ist ja interessant. Oh, man kann doch weiter rausscrollen, oder? Das ist ja interessant. Okay, also ich habe jetzt hier auf der rechten Seite. Ich will mich nicht zu früh umpositionieren, aber ich glaube, es macht schon Sinn. Pass mal auf. Ich habe jetzt auf der rechten Seite hier die Ziele. Ja, ein Tucken kleiner. So. Habe ich hier die Ziele. Jede neue Siedlung braucht Holzscheite. Baue Holzfäller, Fahnen und markiere einige Bäume in ihrer Reichweite zum Abholzen. Alle von Bibern genutzten Gebäude müssen über einen Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Verbinde also diese beiden. Erinnert an Siedler. Wir haben voll den geilen Mix, Alter. Also eine Holzfällerfahne. Holzfällerfahne. Prioritäten, Pfade und Strukturen. Holz. Holzfällerfahne. Ah, und es liegt quasi im Bereich fest. Ja, dann hier so, ne? Die beiden Holzlager. Ne? So. Ja, der Pfeil ist wahrscheinlich mit Richtung zur Straße. Okay. Sägewerk haben wir hier auch. Da haben wir irgendwie auch eine Wertschöpfungskette, die da so abgebildet ist. Okay, ich gehe mal davon aus, Pfade und Strukturen. Ah, ich soll 2 Holzfällerfahnen bauen. Okay. Dann wieder auf Holz. Noch eine. Ja. Ich weiß nicht. Den Bums hier. So. So. Da weiß ich jetzt halt nicht, muss ich das hier oben bauen? Gucken wir mal. So, was passiert? Nichts. Wir müssen Pfade bauen. 5 Stück. Pfade und Strukturen. Pfad. Gebäude müssen durch Pfade verbunden sein. Halte linke Maustaste gedrückt. Also. Okay. Ist jetzt ein bisschen wie Anno auch. So. Jetzt haben wir 5 hier gebaut. Gut. Markiere Bäume, die gefällt werden sollen. Okay, hier passiert jetzt was. Warte mal. Bäume und Büsche pflanzen, Bäume fällen. Nee. Wie meinst du das? Wie markiere ich denn, okay, warte. Also ich mache jetzt erstmal nochmal den anderen Pfad. Das geht hier nicht runter, ich wusste es. Kann man hier Brücken bauen? Holztreppe. Kann ich noch nicht. Ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Aha. Okay, ich wähle einfach mal die Holzfahne an. Keine Aufgaben in Reichweite. Wir machen nochmal Pause. Entschuldigung. Oh, Dankeschön. Ja, wie markieren wir hier Bäume und Büsche pflanzen? Nee. Nutzpflanzen anpflanzen. Bäume fällen. Ach so, ich muss das hier. Markiere Fellbereich. Ich bin ja dumm. Also so. Ups. So. Nee, der nicht. Nee, scheiße. So nochmal. Okay, man kann nicht über eine Ebene drüber gehen. Quasi. Gut. Dann machen wir das mal so. Fertig. Weiter geht's. So. Machen die es jetzt? Oh. Da rennt einer rein. Oder? Hier ist jetzt auch diese komische Aufgabe weg. Holzfällerfahne, die zweite ist gar nicht gebaut. Das müssen wir vielleicht abreißen wieder. Geht das? Monumente, Dekoration, Freizeit, Wissenschaft, Energie, Metall, Holz, Arbeit, Schlepperposten, Speicher. Pfade Strukturen. Ich habe Holz bekommen. Oh, ey, die fangen an. Ehre. Geil. Ja, nice. Jetzt habe ich schon 2. Jetzt ist die Frage, wie reißt man das wieder ab, ne?
Okay, ich mache mal hier noch eine hin. Und baue da einen Weg hin. Zack. So. Okay, und die holzen jetzt im Wald ab. Ich glaube, das ist nicht so krass animiert, oder? Die kippen dann, oder? Können wir was, sehen wir hier was? Nö, okay. Wo kippt ihr jetzt einen Baum um? Die arbeiten aber halt auch nicht alle, ne? Ja, okay. Ne, der wurschtelt da so rum. Das ist anscheinend so eine Standardanimation. Fliegt der jetzt einfach um? Schauen wir mal genauer hin. Bro, brauchst du Hilfe? Aha, ja, okay. Na gut. So, fortsetzen. Jetzt müssen wir unsere Biber am Leben erhalten. Bau an einem Flussufer eine Wasserpumpe, um eine stetige Wasserversorgung sicherzustellen. Du solltest auch eine Sammlerfahne platzieren, um Beeren aus der Nähe, aus den nahegelegenen Büschen zu sammeln. Okay, also Wasser, Wasserpumpe. So, machen wir mal direkt hier, wa? Zack. Was kostet die denn? Ein Arbeiter? Was kostet die denn? Brauche ich dafür nicht Ressourcen? Hm. So, zack. Ist echt ein bisschen Anno-like. Ach, krass, die liefern das sogar direkt dahin. Okay, anscheinend brauche ich hier aber Holz für. Holzscheite. 2 von 12. Aha. Okay, und eine Sammlerfahne. Nahrung. Sammlerfahne. Hier sind auch richtig viele Büsche, guck. Schön. So, oh, es wird Nacht, Senoritas. Reicht das so? Gucken wir mal. So, wir spulen mal vor. Okay. Ja, gehen die jetzt pennen oder wie ist das? Ne, die pennen tatsächlich hier auf dem... Ja, die sind obdachlos. 4 von 12, aber ich habe insgesamt 9. Na gut, wir spulen mal vor. Gut. Was ist das hier? Arbeitszeiten. Ach so, nee, da machen wir 16. Holy shit. Krass, man muss sie richtig einteilen. Ja, also ich glaube hier, unsere Jungtiere, die machen halt noch nichts. Jo, die haben richtig... Die haben aber auch... Anscheinend sind die bei gewissen Skills talentierter. Nee, Wachstumsgeschwindigkeit. Aha, da sind die geboostet irgendwie. Sind geboostet, versteht er? So, jetzt wird das gebaut. Zack, fertig. Und da wird jetzt Wasser gepumpt. Geil. Mit einem richtig fetten Holzscheit. Okay. So, und hier werden Beeren gesammelt? Oder was hier? Zack. Ja. Ist halt wirklich so eine Standardanimation, ne? Ja, okay. Aber ist ja in Ordnung. So, fortsetzen. Alle platzierten Gebäude verfügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Baue einen Holz... Scheitstapel, um Holz zu lagern, einen kleinen Wassertank, um Wasser zu sammeln und ein kleines Lagerhaus, um Beeren und andere Ressourcen zu lagern. Ja, aber ich dachte, die lagern hier alles drin, oder nicht? Ach so. Ach krass, das lagert sich alles in den Gebäuden. Ja, aber warum gehen die denn hier immer hin und her? Ich dachte, die liefern das so ab. Wie bei Anno. Aber tatsächlich nicht. Okay, ja gut. Lager. Hier, Speicher. Holzscheitelstapel. Ja, dann machen wir mal hier so. Oder hier? Ja, so mittig. So. Kleines Lagerhaus. Machen wir hier ran. Und was? Wassertank? Der ist dann bei Wasser. Na gut. Müssen die wissen, ne? So. Okay, was brauchen die? Oh, die sind durstig, wa? Durst. Wenn dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird, stirbt der Biber. Das könnte ich nicht verantworten. Bitte geh was trinken. Macht er es hier? Yo. Wie dieses Symbol so mit reinslidet. Ja, okay. Ja, da muss man nochmal vielleicht ein bisschen polischen. Aber, wie gesagt, Early Access soll aber nicht alles entschuldigen, ne? Ist klar. Aber solange man den Eindruck hat, kann man natürlich erst dann langfristig feststellen, finde ich immer, dass die nicht auf der Stelle treten und gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, das so weiterzuführen, das Projekt. Solange das nicht der Fall ist, ist es für mich immer fein.
Weiß nicht, wie ihr das seht. Wir reden ja hier öfter über sowas. Okay. 5 von 15, ja. Aber es sind auch nicht immer alle tätig, ne? Also ich weiß nicht. Guck mal, er hier ist doch... Alter 14, ist der denn schon erwachsen? Arbeitslos. Kann ich hier... Ach. Ah. Die Arbeiter sind begrenzt hier. Da kann überall jeweils nur eine Person arbeiten. Aha. Okay. Wahrscheinlich kann man die später upgraden. Ist ein bisschen wie bei Endzone. Na gut, dann. Aber 16-Stunden-Schicht ist schon hart, Alter. Ohne Wochenende. Ja, Arschlecken 40-Tage-Woche. So, spulen wir nochmal vor. Ja, aber bisher ist es so für mich sehr solide Strategiespielarbeit. So, ne? Alles ist nachvollziehbar. Alles macht Sinn. Ist cool gemacht. Aber wo so ein Spiel natürlich dann erst richtig interessant wird, ist, wie das dann makroskopisch aussieht, ne? Auch im späteren Spielverlauf. Da bin ich sehr gespannt, was man hier für fette Städte oder so machen soll. Und es geht ja wohl auch darum, wirklich so lange durchzuhalten, wie geht. So, ne? Also, ich habe jetzt kein erklärtes Ziel, ich habe keinen Gegner, keinen Feind, so. Kann ich das Wasser wieder anmachen? Wieso ist denn das so grün jetzt? Ah, okay. Na gut, so, Lagerhaus ist auch fertig. Aha, okay. Und ich schätze mal, Materialien sammelt man von diesen Ruinen hier. Da muss man wahrscheinlich eine Brücke rüberbauen aus Holz. Ja, wir gucken mal. Wir spielen mal schön nach Tutorial. Schön. Wieso wird denn hier kein Holz reingebracht? Muss ich Träger... also anscheinend sind die restlichen Dudes, die keinen Job haben, Träger. TrägerInnen. Ich will hier niemanden raus, ne, nehmen. Das ist halt sehr Siedler-like tatsächlich, ne? Es ist ein krasser Mix irgendwie. Aber alle Spiele, die ich mag. Also die Elemente so alle gut übernommen. Von guten Spielen. So, nun sollen die Biber eine Weile überleben können. Du kannst jetzt beginnen, Farmen zu bauen, Energie zu produzieren und Wissenschaftspunkte zu generieren. Viel Glück. Also, ich sag mal so, ich glaube, wenn man jetzt kompletter Kacknoob ist, dann hat man hier anhand dieses Tutorials ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich habe jetzt auch nur durch meine von Gott gegebene Gabe als Strategiespiel-Experte hier natürlich direkt alles gefunden und gewusst, was sie meinen und von mir wollen. Aber jetzt wird es natürlich auch schon knackiger. Also ich soll Farmen bauen. Nutzpflanzen. Karotte. Aber gibt es auch ein Gebäude? Also gibt es die Farm als Gebäude? Ach guck mal, hier kann man jetzt auch Dinge erhöhen oder erniedrigen. Erniedrigen kann ich. So. Distriktzentrum. Guck mal, kann man einen neuen Distrikt aufmachen. Krass. Was haben wir hier? Ein Damm? Blockiert Wasser? Warum ist das manchmal grün und manchmal weiß? War das nicht vorhin, als ich hier umgestellt habe? Ah, Rechtsklick. Komisch. Ja, was bringt ein Damm? Ach so, wenn ich ins Baumenü gehe. Aha. Blockiert Wasser, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf hindurch. Was bringt es, Wasser zu blockieren? Deich, Schleuse. Ja, weil das muss ja bei Bibern sehr essentiell werden, ne? Wahrscheinlich um das Gebiet, wo vorher Wasser war, richtig, dass man da richtig krass anbauen kann, oder? So, Schlepperposten. Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb ihres Distriktes beim Transport von Gütern und steigern so deren Produktivität. Erheblich. Bonus für Arbeiter, Stärke plus 100%. Krass, können ja mehr tragen, oder was? Wohnen. Stabil. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Einzigartig für diese Fraktion. Das ist ja geil. Ich guck mir erstmal alles in Ruhe an, ja? So, Nahrung. Bauernhaus. So. Grill, aha. Ja, wir machen mal ein Bauernhaus, oder? Wir machen das mal... Boah, keine Ahnung. Puh.
Bauen wir es direkt an der Straße? Eigentlich nicht, oder? So vielleicht. Ja. Fahrt, was haben wir hier noch? Ach so. Ja, so. Zack. So, und jetzt die Frage. Wahrscheinlich müssen wir drumherum jetzt Sachen anpflanzen, oder? Sägewerk, auch interessant. Braucht aber anscheinend Energie. So ein Blitzsymbol. Metall. Plündererflagge, siehste. Plünderer sammeln Altmetall aus Ruinen. Aha. Energie. Cottbus. Wasserrad. Produziert Energie und sollte an Flussufern im Wasser gepflanzt werden. Energierad, eine vom Biber betriebene Notfallenergiequelle. Einfach ein Hamsterrad. Okay, ja, dann machen wir hier mal so ein schönes Wasserrad, oder? Ich weiß nicht wo. So? Hier muss anscheinend irgendwie... Ja, machen wir so. Okay, spul mal vor. Ja, ich brauche dann echt auch mal Hütten für die. Okay. Wie vermehren die sich denn? Das wäre ja auch mal interessant, ne? Wie kriegt man denn Jungtiere? Ja, wahrscheinlich Wohnhäuser. So ist das ja bei Endzone. Ja? Hütte. Ja, mal nicht zu viel in Auftrag geben. Das ist ja wie bei Siedler, ne? Dann blockiert man sich zu viel. So. Siehst du? Wartet auf Materialien. Das ist nämlich das... Ah, okay. Ja, vielleicht baue ich dieses Träger verbessern, weil ich glaube, dann geht auch... Ah, ich meine, alternativ kann man einfach vorspulen. Aber da liegt jetzt so viel Holz noch. Aber ich habe auch überall Bedarf noch. Ach, das Bauernhaus ist fertig. Ehre. Der liest Zeitung? Oder was? Oder wie? Nee, das, der hockt auf seinem Schwanz. Okay. Aktion. Okay, was? Beschäftigt bauen, die Nutzpflanzen anbauen und ernten. Keine Güter vorrätig. Ja, okay, dann werde ich jetzt mal versuchen, hier Karotten anzubauen, oder? Verwende dieses Werkzeug, um einen Bereich zum Pflanzen zu bestimmen. Erforderliches Gebäude, Bauernhaus, siehste? So, Hunger und Ernährung geht hoch und in 4 Tagen fertig. Kartoffeln brauchen 6 Tage. Und hier haben wir Weizen. Okay. Es fühlt sich so an, als seien Karotten die Basis. So. Jetzt machen die Sachen. Ehre. Habe ich... fühlt sich so an, als hätte ich schon mehr Biber. Wo sehe ich meine Population nochmal? Das hatte ich doch am Anfang vorgelesen. Da. Jungtiere, 2 Erwachsene, 9. Ne, sind immer noch 11. Ja. Jetzt pflanzen hier schön Karotten an. Ehre. Aber muss das nicht so mit Wasser bedingst werden? Der Speicher ist leer, oder? Ne, Kapazität 30 von 30 ist voll. Gut, dann... Ach, da brauche ich Wissenschaftspunkte, okay. Alter, 50 Holz. Okay. Gut. Hier ist ja schon alles abgeholzt, wa? Ich mache hier mal noch eine Fahne hin. Das war bei Holz. Okay. Ich überlege gerade. Die Büsche sind auch alle platt geerntet. Krass. Warte mal, wobei die Fahne, die hat auch den Bereich. Ich meine, man muss sich ja anscheinend, glaube ich, nicht so krass Mühe geben, alles wieder aufzuforsten, oder? Ist so mein Eindruck. Ich mache das auch mal hier. Ich mache da noch eine. Und dann gucke ich mal, dass wir Bäume pflanzen. Ach, es geht gar nicht. Krass. Da brauche ich... das muss ich erforschen. Okay. Gut. Was ist denn so mit dem Wasserrad? Produziert Energie und sollte an einem Flussufer... Ja. Und dann... Energie. So, da muss ich ja wahrscheinlich eine Antriebswelle haben. Überträgt Energie. So, okay. Gut. Komm, Windmühle später. Geil, okay. Und ich kann direkt ein... Nice. Oh, das liebe ich. Das sind immer die guten Early Access Titel. Wenn man in-game direkt im Overlay eine Bugmeldungsfunktion hat. So, hier fehlen Holzschalter. Ja, also Holz ist ein Problem. Ich sag, wie es ist.
Ach, die liegen da nur symbolisch. Da sind gar nicht so viel drin. Da ist nur einer drin gerade. Und das hier wird nicht gebaut, oder was? Okay, jetzt pennen alle wieder. Warum pennen die nicht da drin? Arbeiter 2. Ach, da sind doch Arbeiter drin. Transportiert Güter zwischen Lagerhäusern, wenn unbeschäftigt. Aha. Ich glaube, da... wenn man jetzt einen ganz großen Distrikt hat und mehrere Lagergebäude hat, dann sorgen die dafür, dass überall ausgeglichen Ressourcen sind, um keine krassen Lieferengpässe zu haben. Das ist bei so Siedler 2 und dann diesen Remakes und Remaster-Teilen. Alle Siedlerteile mit diesem scheiß Straßensystem. Da war das auch immer Thema. Ja. Wobei Siedler 3 und 4 potenziell auch, aber... Ja, nee, eigentlich nicht. So, zweite Fahne steht. So, jetzt wird hier Produktivität immer angekurbelt, hoffe ich. Hier, ja, weiß ich nicht. Okay, 31 von 50. Das ist natürlich heavy, Alter. Ey, aber Spiel macht schon... Ach man, ich bin ja direkt wieder drin. Das ist schon nice. Wir werden um den Distrikt herum, glaube ich, Wohnhäuser bauen. Oder hier so schön an der Wand. Kann ich da auch nicht Landschaftsgestaltung, siehst du? Nee. Wohnen? Nee, warte mal. Wo war das? Ach so, das sind Prioritäten, lol. Gebäude löschen. Kann ich hier so reinbuddeln? Bestimmt, oder? Ich guck gerade, ob ich hier sowas abreißen kann oder was abtragen kann. Freizeitlagerfeuer? Boah, 15 Schalter, holy shit. Ja, ich habe gerade echt Holzprobleme. Wobei, wir sind ja bald fertig. Einer noch. Geil, jetzt wird's gebaut. Und das Rad dreht sich. Ehre. Nice. So, alle hier ab und zu ein bisschen am Trinken. So, jetzt müssen auch bald die Karotten fertig sein, oder? Ne, 32%, okay. Ja, noch ein Jungtier. Ja, da müsste ich mal gucken, ne? Wir lassen den hier mal fertig bauen, den kleinen Wassertank. Wobei, actually, ich glaube, ich reiß den ab. Weil die 15 Holz, das ist ja auch quasi nur Luxus, einen zweiten Speicher zu haben. Wir machen lieber Wohnen. Geil, auf R drehen sie sich. Subi. Ja, ich mach das, glaube ich, hier an eine... Und dann... Nee, weiß ich nicht. Wie machen wir das? Das ist ja perfekt. Ja, pass mal auf. Wir machen das so. Ja, ich lasse erstmal laufen. So, 12 Holzschalte. Nice. Dann werden wir das nämlich so machen. Und... Hoppala. Ich kann da auch oben drauf. Ey, geil. Ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan. Alter, schon fertig? Jo, direkt bezogen. Ein Ort, um die Nacht zu verbringen. Ja, aber bumsen die dann auch? Das ist ja die Frage. Naja, müssen wir mal gucken. Hier muss mal nachgepflanzt werden. Ja, ich brauche dann auch mal bald Wissenschaft, ne? Erfinder. Oh, nice. Ha, das ist halt geil. Das ist ja absolute Ehre. Ne? Hä, wie geil. Ja, machen wir. Oder? Wie machen wir das? So, die Frage ist, wie kommt der da runter? Schafft, also, kommen die da überhaupt ran? Nee, kommen die nicht.
bauen irgendwie wahrscheinlich eine Leiter oder so, ne? Holztreppe, Plattform, Doppelplattform, bla bla bla. Ja, die kommen da nicht hoch. Okay, dann reißen wir das wieder ab. Okay, das geht nur über die Funktion. So. Ja, ein paar müssen noch draußen pennen. Das tut mir auch leid. Ah, ne, die gehen rein. Ja, hier liegen jetzt noch 3-4 Leute. Ja, da brauche ich natürlich noch ein Haus. Ist ja klar. Kann auch gespiegelt machen. Auch cool. Aber machen wir mal so. So. Wir haben auch... Okay, 12 Holz. Ja. Okay. Und dann machen wir mal hier wirklich... Ja, wo kommt der hin? Theoretisch. Ach nee, drauf geht ja nicht. Aber auf den kann nichts drauf gebaut werden. Warte, vielleicht hier so? Ich probiere mal was aus. Was ist das jetzt? Kommen die jetzt da drauf? Oder wie? Warte, ich probiere es nochmal aus. Das sind jetzt 2 von 12. Krass. Da kommen die jetzt irgendwie ran. Ich spule mal bewusst vor, damit ich mir das jetzt hier mal schnell... Damit sich das mal schnell klärt hier. Ja, viel schaffen die aber nicht am Tag, ne? Schon wieder Abend. Wobei, ich habe 21 Holz. Ja, dann muss ich wirklich mal die Träger upgraden. Okay. Da sieht man jetzt aber schon das Holz gelagert. Ich finde es aber angenehm, wenn man die Kamera ändert. Wenn man loslässt, geht es automatisch zumindest höhentechnisch immer wieder auf den... auf denselben Winkel, dieselbe Ansicht. Zwar jetzt nicht so vertikal betrachtet, aber horizontal betrachtet, aber halt vertikal. Es macht mich bei früheren Strategiespielen, hat mich das kürre gemacht. Ich wollte immer unbedingt wieder den gleichen Winkel haben. So. Okay. Jetzt gucke ich mir das an, ob die ja hochkommen, wenn ich da den Pfad irgendwie so komisch gemacht habe. Das können wir mal wegmachen. Wobei, kann man da jetzt nicht einfach auch... Nee, es geht irgendwie nicht, oder? Probier mal. Nee. Okay. Nicht verbundenes Gebäude. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Okay. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass man da eine Holztreppe braucht. Krass. Ja, okay, dann muss ich das löschen. Und der Pfad auch. So. Habe ich jetzt Holz zurückbekommen? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann baue ich das jetzt hier unten nochmal. Machen wir jetzt mal hier. Zack, Abfahrt. So. Und wir werden jetzt mal die Träger hier verbessern. Schlepperposten. Wo ist denn die Tür? Ach, da. Machen wir schön hier. Machen wir hier. Oder da? Ne, machen wir hier. So. Weil hier kommt auch noch ein Pfad hin. So. Oh, krass. Das ging schnell. So. Und der erzeugt jetzt... Wissenschaftspunkte, sehr gut. So, Karotten sind bald fertig. Gut, dann können wir jetzt nochmal so einen schönen Tank bauen. Okay. Ja, Nahrung mit den Bären sammeln. Ja, die brauchen ja eine ganze Weile, die wieder ready sind, wa? Okay. Aber, eine schöne Atmosphäre auch. Weißt du? So, vielleicht... Ach, das braucht Planken, der Schlepperposten. Oh. Das heißt, ich brauche ein Sägewerk, weil das Sägewerk macht mit Elektrizität aus Holzscheite Holzplanken. Okay. Ja, dann machen wir das daneben. Wobei, ja doch. Machen wir. Nee. Stopp.
Das machen wir schön nahe. Auch wenn das hier ästhetischer wäre. Wir machen das schön nahe hier ans Wasserrad. Weil darum geht's ja hier. Darum haben wir es ja gebaut, ne? So. Geht das so schon direkt? Oder muss ich da quasi jetzt noch... Wir gucken mal. Ich mach das mal so. Weil ich will, dass hier dasselbe Weg schön gerade bleibt. So, und dann müssten wir ja... Wo war Energie? Energie. Da. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich so eine Antriebswelle machen, oder? Ja. Ich glaube schon. So, aber jetzt brauchen wir erstmal ordentlich Holz. Dann schauen wir mal vor. Müssen eigentlich noch Leute draußen pennen? Drei, ja. Ich habe ja nur für 9 Leute Platz. 2 sind obdachlos. Eieiei. Müssen wir auch nochmal ran. Dann spuren wir mal fleißig vor. Arbeit, Speicher. Junge, ey, später hier. Okay, ich kann es mir nicht mal angucken. Schade. Gut. Ja, dann mache ich hier nochmal so ein Gerät dran. Zack. Geil, der zweite Wassertank ist fertig. Schön, die Karotten werden gerade geerntet. Alter, das sind aber fette Karotten, Junge. Ey, direkt im Paket, ey. Ich wollte früher Logistik studieren. Wusstet ihr das? Ich glaube, das wäre der falsche Beruf für mich geworden. Logistik. Ah ja. So. Anyways. Ja, kommen die irgendwie nochmal nach? Ach so, Fruchtwachstum, 45%. Diese Pflanze ist gut bewässert und am Leben. Oh, hier, so. Ah ja, weil die Winde noch nicht fertig ist, ne? Die Antriebswelle. So. Geil, funktioniert. Ehre, jetzt wird da drin das Holz geschnitten wie Brot. Dass ich noch genug Arbeiter habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja gut, stimmt doch. 7, 8. Ja, ne, kommt aber noch hin. So. Ja, jetzt haben wir ordentlich Nahrung dazu gewonnen. Das ist natürlich nice. Oh. Haben wir jetzt hier Holz produziert schon? Wir müssen ja auch wahrscheinlich irgendwann sagen, so, hey, ballert da nicht alles an Holz rein, oder? Weil ich brauche eine Holzschalte. Oder wie ist das? Beobachten wir, ne? Probieren über Studieren. So, jetzt niemand mehr obdachlos, oder? Ach, das Haus ist nicht fertig. Schade. Machen wir Prio mal hoch. Ja, ist natürlich... Es tut mir leid. Ah, warte mal. Wenn die Ernährung... Also wenn der Stern leuchtet, hat man dann den Bonus, den der da aufgelistet ist? Lebenserwartung 30%? Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall, wenn es denen gut geht, hat das direkten Einfluss. Arbeitsgeschwindigkeit 25%, ist halt insane. Ehrfurcht. Okay, hier wird gerodet, Alter. So. Oh, was ist das denn eigentlich? Barriere. Wollen wir die mal abreißen? Keine Ahnung, was das bringt. Probieren. Probieren wir. So, Wohnhaus ist fertig. Es ist niemand mehr obdachlos. Und ich habe jetzt einen Platz. Ne? Ich habe ja 11 von 12 Wohnplätze sind benutzt. Also, ne? Ich habe ja 11 Biber. Und Platz für 12. Jetzt die Frage, vermehren die sich jetzt? Wie überhaupt... Ja, Bienenstock, Bäckerei, Getreidemühle, Grill, Maschallah. Grillkartoffeln. Ach, dafür brauche ich dann die Kartoffeln, okay. Ja, gut. Okay, und das Sägewerk funktioniert auch. Das ist ja prima. Gebäude ist voll. Wir sind beide voll. Krass. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einen Staudamm mache? Okay, so. Ich habe 4 Planken schon erzeugt. Produktivität 44%. Ah, der... Achso.
Ja, okay, dauert ein bisschen, aber okay. Und irgendwann ist dann hier der Schlepperposten fertig. Gut. Ja, was ist denn dann so der nächste Step? Also, ich meine, wir brauchen Wachstum, ist ja klar. Wie erzeugen wir Wachstum? Oh, ich habe übrigens schon 33 Wissenschaftspunkte. Wir erzeugen Wachstum, indem wir es schaffen, dass sie sich vermehren, weil mehr Biber, mehr Arbeitskraft und so weiter. Die haben sogar einen Discord hier verlinkt. Das ist ja echt cool. Freizeit. Dachterrasse. Ein Ort, an dem sich Biber abends entspannen und unterhalten können. Ja, aber ist halt wieder irgendwo oberhalb, ne? Da kommen die ja hoch. Also wenn, haben die da eine Leiter dran? Ja, da brauche ich halt. Also das ist, glaube ich, das Erste, was ich erforsche. Eine Scheißtreppe. Da brauche ich 70 Wissenschaftspunkte, okay. Deshalb könnte ich auch theoretisch den hier 80 Mal bauen. Naja. Okay. Ja, was ist denn. Also, lass uns mal überlegen. Ich kann hier auch Bäume anbauen. Das wäre natürlich auch lit. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Genau, Staudamm. Bauarbeiterunterkunft. Mini-Hütte. Also das Einzige in Richtung Vermehrung, was ich hier jetzt erkennen kann, sind halt die Wohngebäude. Da ist halt die Frage. Oder Freizeit. Wenn die Freizeit haben, dass sie dann. Ne? Hier so ein Lagerfeuer. Guck mal, kann man hier schön daneben knallen. Machen wir mal. Was braucht das? 15 Holzscheite sollte ich haben. Kann nicht alle erforderlichen Materialien erhalten. Ja, warum wird der nicht ordentlich beliefert mit Holzscheite? Guck mal, das ist halt immer, es ist leer, da passiert gerade nichts. Why? Was ist denn jetzt los? Deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühl-Punkterekord erreicht. 5 Ziele. Oh. Aha. Ah. Ja, aber welchen habe ich erreicht? Wahrscheinlich Komfort, oder? Okay, und was bringt mir das jetzt? Alter, wie die Ratzen, ey, Ehre. Lebenserwartung und Gehgeschwindigkeit, okay. Ist hier irgendwo, dass sie. Soziale Kontakte, Fruchtbarkeit 50%. Das brauche ich. Ja, dann Lagerfeuer. Gut. So, und warum wird das hier nicht beliefert? Ja, wahrscheinlich, weil Abend war. Kann ich hier irgendwie auch eine Priorisierung machen? Oder ich glaube, da kann immer nur gleichzeitig ein Holzscheit drin sein. Zack, ja. Oder der Dude holt immer ein. Warte, wir beobachten ihn mal. Lebt in Hütte, arbeitet in Sägewerk. So, wenn er fertig ist, ja. Ja, Tatsache. Ah. Okay. Der war wahrscheinlich abends dann. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier ein Lagerfeuer. 5 Besucher. Ja, ist halt die Frage, was wir da noch bauen können. Warte mal, wo war jetzt hier? Das muss erstmal hier. Freizeit. Ja, die Dachterrasse, genau. Aber dafür brauchen wir ja, glaube ich, dann die Holztreppe. Haben wir auch bald. Gut. Okay, dann bin ich mal abends gespannt, wie das aussieht, ne? Gut. Okay. Wir können hier schon mal ein bisschen planen. Kostet ja nichts. So. So. Jetzt ist Zeit zu schnacken, Leute. Bitte. Jawohl. Schön. Oh, schön. Ist wie bei Sims ein bisschen, wie das jetzt so ansteigt. Geil. Ja, super.
Das Gebäude benötigt Arbeiter. Oh, ich habe keine... 5 von 10. Ja, ich brauch... ich habe sau viel Holz. Ich mach mal Häuser. So. Ja, das geht ja nicht. Scheiße. Wie machen wir das? So dann? Ja, oder? Gucken wir mal. Aber macht gut Bock. So. Was ist das? Hä? Voraussage Dürre kommt. Oh. Gut, also Wassertanks sind voll. Ja. Vielleicht baue ich da jetzt schnell noch einen. Nahrungstechnisch, ja, schwierig. Schwierig, nahrungstechnisch könnte echt eng werden. Gut, das kann ich anscheinend nicht abreißen. Ist wahrscheinlich von Höhenlevel schwierig. Okay, ich probiere mal einen Damm zu bauen. Hier, oder? Dann erhalte ich mir hier langfristig das Wasser, oder? Was meint ihr? Wäre so für mich die logische Konsequenz, oder? Aber dann fließt es nicht mehr und dann... Ist das hier still, oder? Schwer zu sagen. Aber ich glaube... Junge, wie viel Holz? Ja, was? Also, jedes einzelne Teil braucht hier 20 Holz. Ja gut, dann schaffe ich es eh nicht. Gut. Ah, mit Enter geht auch sehr gut. So. Ja, dann baue ich hier noch einen Wasserspeicher tatsächlich. Ja. Zack. Dann baut mal meine fleißigen Bienchen, ne? Biberchen. So. Okay, und ich hoffe einfach, dass die Büsche jetzt dann bald fertig sind. Vor der Dürre vielleicht noch. 2,6 Tage. 2,5 Tage. So. Und wie ist es generell? Das sitzt bei der Hälfte. 5 von 11. Ich muss wirklich schaffen, dass alle Leute diesen sozialen Kontakt haben. Ja, dann hoffe ich, dass nicht wieder die gleichen zum Feuer gehen. Oder ich brauche 2 Feuer. Sogar noch mehr, theoretisch. Okay. So, jetzt habe ich 11 von 18. Also, ne? So. Wer kommt hier jetzt hin? Das ist die große Frage. Ja, nice. Ja, teilweise die gleichen. Aber die wechseln sich ab. Nice. Oh, guck mal, soziale Kontakte jetzt 8 von 11. Ist schon Ehre. Jo, 9 von 11. Ja, dann in einem Tag habe ich's, oder? Würde ich sagen. So, Karotten 50%. Die Beeren hier teilt bei 80, die vorderen. Wird eine knappe Sache. So. Okay, Dürre. Ja, da brauchen wir halt Nahrung und Wasser ganz viel. Ich könnte jetzt noch schnell eine Pumpe aufbauen. Aber guck mal, Produktivität 50%. Wahrscheinlich, weil die so oft jetzt voll waren, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Nahrung geht halt echt krass zur Neige. Also für die... Also ich meine, hier sind 2 Leute drin. Da nehmen wir mal einen raus. Also ganz ehrlich. Aber einer muss mindestens drin sein, ja. Weil für das kleine Feld... Also anscheinend denke ich da auch viel zu klein. Ne? Ich denke, ich kann hier es viel, viel größer machen. Das Feld. Ja. Legen wir mal noch ein bisschen was an. So, dann hat er auch ein bisschen zu tun. Ja, und dann machen wir, glaube ich, noch hier einen hin, der wirklich alles hier voll macht. Ja. Ja, schauen wir mal. Okay, so, jetzt sollte ich ja, glaube ich, soziale Kontakte hier voll kriegen und dann ist Fruchtbarkeit um 50% erhöht.
Ich meine ja nur. Ich glaube, das wäre nice. Ey, aber die Bäume wachsen jetzt auch nicht schnell nach, ne? So, ich habe ja genug Forschung. Jetzt ist die Frage mit Voraussicht auf die Dürre. Ist das wirklich jetzt die beste Entscheidung, die Holztreppe freizuschalten? Hä? Du musst Förster freischalten. Ach so. Okay. Bauarbeiterunterkunft, Verteilzentrum. Großer Wassertank, Bewässerungsturm. Getreidemühle, Bäcker, Bienenstock. Was ist jetzt los? Ah, ich hab's geschafft. Nice. Okay. Gut. Ja, ich sehe jetzt hier nicht zwingend. Nee. Tatsächlich nicht. Ich bin bei 13. Hier wurden gerade zwei Leute geboren. Zwei Kids. Nice. Okay, cool. Dann geht das ja auf, so wie ich das gedacht habe. In einem Tag beginnt die Dürre. Ich weiß ja nicht, wie lange Dürre kommt. Ja, aber man weiß echt nicht, wie lange, ne? Krass. Okay. Geil, hier sind Beeren schon wieder da. Die werden geerntet. Sehr gut. Oh, Leute, ich habe keine Nahrung. Heilige Scheiße. Ja, okay. Ich baue jetzt mal ein zweites Bauernhaus. Auch wenn... Wait a minute, ich kann einfach hier noch viel mehr... Also, ist halt die Frage, ob ich das überhaupt brauche. Weil ich kann ja einfach auch richtig viel... Guck mal, hier sieht man den Radius, wo der arbeitet. Kann ich ja alles voll machen, theoretisch, ne? Also beispielsweise hier noch. Und hier. Und hier. Und hier. Ne? Und dann kann ich hier auch wieder zwei Leute reinschicken. Eventuell. Weiß nicht, ob ich... Nee? Okay, dann nicht. So. Haben die gut zu tun. Okay. Ja, Nahrung ist echt richtig schwierig gerade. Das haben wir ein bisschen verkackt. Also im Nachhinein hätte ich ein viel größeres Feld anlegen sollen. Junge, es kommt die Dürre und ich habe eine Karotte oder so. Also ist ja wirklich nicht... Oh! Auf Y dreht man um ein Viertel. Das ist ja auch nice. Huch. Nee, doch. Nein. So. Okay, jetzt kommt die Dürre. Jeden Moment. Karotten sind bei 99%. Das rettet mir, glaube ich, ein bisschen den Ass. So. Okay, und Wasser ist bei 81. Jetzt ist die Frage, was die Dürre macht. Ich hoffe, die verdorren mir jetzt nicht instant die Karotten. Das wäre ein bisschen unlucky. Und es geht los. Dürre hat begonnen. Für 3 Tage. Okay, was heißt das? Oh, was hat er jetzt? Verhungert. Ja, erntet mal, erntet. Warte mal, wir nehmen hier mal einen runter. Können wir den irgendwie pausieren? Gebäude löschen. So, jetzt kommt hier ein Bauer mehr rein. Sehr gut. Erntet. Erntet um euer Leben. Oh, lol. Oh mein Gott! Erntet die Karotten? Nein! Bewässerungsturm. Ich wusste es, als ich drüber gehavert hatte. Ja, die werden jetzt alle sterben. 3 Tage mit 28. Kann ich irgendwie halbe Ration sagen? Scheiße, Digga. Ach du Kacke. Die werden jetzt alle verrecken. Für 3 Tage. Hier ist noch ein bisschen Wasser übrig geblieben. Never mind. Junge.
Okay, anscheinend muss man dann echt tief buddeln und irgendwie krasse Seen erzeugen, oder? Oder ihr so ein Wasserbecken irgendwie einschließen? Könnte das auch was helfen? Da muss man seine Tricks jetzt finden. Ja, das überleben die halt niemals. Oder? Oh, ich habe noch einen zur Welt gebracht. Perfekter Zeitraum. Ist ein bisschen so wie heutzutage ein Kind kriegen. Zukunftsorientiert für das Kind. Ja, dann... Genau, die baue ich wieder. Bäume auch alle verrottet, ey. Aber heißt das, die sind jetzt wirklich komplett im Arsch? Junge, die waren bei 99. Diese Pflanze verdorrt und wird in 0,8 Tagen sterben. Okay, warte, vielleicht kann ich das noch retten. Hoppala. Hier, Tiefenmarkierung bei Wasser. Misst die Wassertiefe. Hoppala. Ja, ich brauche halt wirklich einen Bewässerungsturm. Das heißt, vor einer Dürre, ich baue die krassesten Wassertanks, lager das voll, Leute. Oh, die brauchen Metall. Krass. Und dann kann ich über die Dürre hinaus mit Bewässerungstürmen hier die Felder am Leben erhalten. Boah, krass. Ja, vor allem, noch sind die ja da, aber die sterben jetzt alle. Okay, die nicht in 8,2 Tagen, das überleben die. Aber meine Karotten nicht. Die schönen Karotten, die werden jetzt sterben. Und Bäume? Bäume überleben auch eine Dürre. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange die Dürreperiode anhält, ne? Aber tatsächlich überleben es meine Viecher, oder? Einen Tag noch? Ja, die werden ein bisschen hungern. Ja, aber dann müssen die ja auch neu erstmal ernten und so. Ach du Shit. Okay. Ja, gut. Haben wir hier Metallplattform? Hängebrücke. Dann könnte ich hier rüber das Tal verlassen. Wo sind denn... Nee, das hier. Das ist in Reichweite. Hier, na gut, das ist mitten auf dem Berg. Okay. Nee, okay, dann mache ich jetzt die Holztreppen frei. Zack. So. Da ist ja eine... Eine Steigung. Hä, die habe ich gar nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Alter, ich bin ja blind. So, warte mal. Dann kann das hier doch weg. Weil bringt ja nichts, wenn die alles wegroden und das nicht hinterhergewachsen Dings, ne? Ach geil, ich kann es so anklicken und entfernen einfach drücken. Sehr nice. Holz. Ja, dann machen wir das direkt so. Gut. Ja, jetzt haben wir keine Nahrung. Die Leute hungern. Und wir haben jetzt noch einen Tag und die müssen jetzt überleben. Ja. Verdorrt und leblos. Scheiße, jetzt verdorren die Karotten. Es ist einfach... Aber Wasser hat gehalten. Nur Nahrung nicht. Aber es war auch sehr ungünstig vom Timing her. Ich habe gerade erkannt, dass meine Nahrung nicht ausreicht. Na gut. Aber jetzt ist die Dürre gleich vorbei. Durchhalten, Leute. Durchhalten. Okay. Ja, toll. Jetzt ist hier die Steigung. Aber das, ja. Ist halt die Frage, wie weit reicht denn der Distrikt? Theoretisch. Warte mal. Ja, das muss erstmal weg. So. Cool. Ist das gelb? Wie weit ist denn jetzt? Ah, wahrscheinlich müssen die erst gebaut werden, ne? Damit sich das erweitert, der Bereich vom Distrikt. Der Einflussbereich quasi. Jo, okay. So. Ja, noch ein bisschen. Ah, Knick in der Optik. So. Gut.
Und dann Metall. Plündererflagge. Brauche ich 250 Wissenschaftspunkte. Ja, die hungern jetzt alle. Ich hoffe, die sterben nicht. Wie lange halten die denn aus? Aber wann? Okay, nur noch die Nacht, Leute. Eine Fastenzeit. Komm. Bisschen, ne? Ah, hier habe ich auch mal eine Übersicht. Okay. Ja, neugeboren, ne? Hungernd, hochschwanger. Ehre. So, jetzt vorbei. Komm. So, jetzt Wasser. Oh, Wasser auf fast alle. Junge, Junge, Junge. Bitte geht's. Water. Where is it? Where's the water? Hallo? Hallo? Oh, Gott bless. Da kommt's. Gut. Gut, 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 gut. Also Höhenunterschiede sind gar nicht mal so unwichtig. Gut. Hier wurde jetzt Distrikt erweitert. Ehre. Hä? Was heißt diese rote Linie? Oh, Gott bless. So. Okay, die sind noch bei 97. Gut. Gut, gut, gut. Mashallah. Jetzt ist halt direkt wieder Nacht. Ja, okay, aber morgen können die ernten. Hoffe ich. Sonst haben wir ein Problem. Eieieiei. Ist ja noch einer geboren. Aber zwei sind erwachsen geworden. Geil. Okay. So. Ja, dann erntet jetzt mal hier die Scheiße. Danke. Wasser, immerhin. So, jetzt ernährt euch. Genau, super. Sind wieder einige fit. Ey, ernte Beeren um dein Leben. Ich mach jetzt schnell noch hier so ein Ernteding. Warte, Pause. Ich mach auch gar nicht Pause. Ist eigentlich gar nicht mal so optimal. Sammlerfahne, komm, noch eine. Und die hat Prio, dass das klar ist. Und das Ding, ja. So, bau die Scheiße fertig. So. Dann hier einer raus. Huch. Und dann kann hier einer rein. Ja. Keine arbeitslosen Biber im Distrikt. Ja, ich habe doch hier gerade einen raus gemacht. So. Ja. Ach so, krass. Müssen wir mal gucken. Schlepperposten, na, durchschauen. Was ist hier los? Keine Aufgaben in Reichweite. Wie? Ach so, ja, klar. Ich muss ja sagen, Bäume fällen. True. So. Dann jetzt Abfahrt. Ne? Okay. Es haben alle überlebt, tatsächlich. Ja? Wir sind über dem Berg. Aber jetzt checke ich auch, wann es verdorrt ist und wann nicht. Das muss einfach in der Nähe von Wasser sein. Das heißt, theoretisch, vielleicht kann ich später Dynamit, ne, also dass ich Flüsse baue, beispielsweise hier so einen Fluss reinmache und da rechts und links die ganze Zeit Pflanzen anbaue ohne Ende. Karotten. Dynamit. Zerstört den darunterliegenden Geländeblock und lässt benachbarte Dynamitladung hochgehen. Ja, krass. Okay, wir brauchen Wissenschaft. So. Ja, am besten machen wir da richtig heftig hoch aus. Warte mal. Wir machen das mal so und dann eine Plattform. Ah, reicht nicht. Na gut, dann Plattform ist das nächste. Wissenschaftsgebäude. Also ich würde jetzt halt schon gern schichten, aber wir können auch hier erstmal einen noch machen. So. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, hier, das bufft einfach nur die Schlepper. Die Träger. Ja. Okay, es sind immer noch ein paar hungrig. Ja. Ich glaube, ich pflanze noch mehr an. Also hands down, es sieht halt nicht irgendwie schön aus. Es ist nicht das, was ich eigentlich so
gern mag. Ich hätte gern so eine weite grüne Fläche, wo dann nur ein Bauernhaus ist und richtig viel angebaut. Aber ich glaube, das ist hier einfach nicht sinnvoll, so zu denken. Das heißt, wir bauen hier noch mehr an. Ja. Ja, wer weiß, wie lange die nächste Dürre anhält, ne? Also. Aber hier sind gar keine Jungpflanzen. Oder? Also. Sammelbar. Wie sammelbar? Aha. Benötigt Arbeiter. Aha. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt mal erwachsen werden, wa? Hm. Bräuchte mal eine Plattform. Wann bist du denn hier mal fertig? Jawohl, noch einen Durchgang. Jagridis. Hunger und Durst. Scheiße. Ja, gut. Okay, mach mal. Ja, der ist gerade echt dann abgehauen, um zu essen und zu trinken. Okay, jetzt mache ich eine Plattform. Zack. Die mache ich hier dran. Und jetzt müsste das doch so funktionieren, dass ich da jetzt drauf stapeln kann, oder? Wohnen. Wenn das fertig ist. Ja, guck mal. So geht wahrscheinlich nicht, weil dann haben die ja keinen Zugang. Aber so. Oder? Da bin ich jetzt gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil dann baue ich hier richtig schön hoch. Das wird doch richtig geil. Ich glaube, ein Distrikt hat nur begrenzte Reichweite. Und das sieht man hier an den Farben. Ne, des Weges. Und hier steht jetzt Bevölkerung migrieren. Heißt, wenn ich hier mehr Leute reinnehme, habe ich dann mehr Reichweite vielleicht? Warte, ich nehme mal hier zum Beispiel raus. Okay, einer muss. Hm. Dann nehme ich hier mal einen raus. So, jetzt hier einer rein. Oder? Nee? Doch? Vielleicht? Es hat nicht geklappt. Keine Aufgabe in Reichweite, ja. Kann ich das schlafen legen? Kann ich das schlafen legen? Dass halt der Arbeiter verfügbar wird? Ach, oder schleppt er dann so lange? Lebt in Hütte, arbeitet in Holzfäller. Ja. Ich weiß nicht, nee, der chillt halt. Oh, was ist da los? Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Distriktzentrum verbunden. Das heißt, so schon? Ja. Ja, geil. Nice. Keine Aufgaben in Reichweite. Ja, irgendwie hier wächst halt nichts nach. Benötigt Arbeiter, ja. So, jetzt haben wir drei drin. Nee. Bevölkerung migrieren. Kein anderer Distrikt in Reichweite. Ach, das geht nur, wenn man mehrere hat. Okay. Na gut. Gut. Okay. Ja, aber ich glaube, ja, ich brauche mehr Wasser tatsächlich, ne? Ich habe die ganze Zeit mehr Bevölkerung, aber kümmere mich nicht so richtig darum, dass ich mehr Wasser habe. Wir machen hier mal richtig viele Pumpen. Pump it. Warum gelb? Zu weit weg. Ah. Ja, dann vergessen wir das hier. Dann reißen wir den hier ab. Keine Ahnung, was jetzt. Ich weiß nicht, warum die nicht nachwachsen. Hier ja auch kaum. Ne? Und hier. Gut, der kann die verkohlten Bäume abfällen, aber ja. Ich weiß nicht. Also man kann ja später wohl welche pflanzen. Dafür brauche ich aber Förster. Den muss ich freischalten. Aber wo? Dekoration, Monumente, Holz. Förster. Kostet nur 60. Ehre. Hab nicht genug. Okay. Okay, ja klar, gut.
Ja, aber dann nehme ich das hier weg, dann ist da auch Anpflanzgebiet, beziehungsweise mache ich hier noch ordentlich Wasserbetrieb, ja. So. Dann bauen wir hier runter. So. Das ist doch geil. Aber ordentlich... Oh, Nahrung weiterhin problematisch, ne? Also da sind wir... Ja. Aber keine Dürre in Sicht immerhin. Und die Karotten, die werden bald Zuckerli, ne? Okay. So. Dann... Ach so, okay. Ja, die müssen halt erwachsen werden. Dann habe ich mehr Arbeiter innen und dann kann ich hier die Erfinderstuben richtig auf Volldampf bringen. Ja, und hier muss ich anscheinend dann einen neuen Distrikt anlegen, ne? Wenn ich das abbauen will. Oder halt, ja, die Fahne, die Plünderfahne da gerade noch so, wo es gerade so noch geht, anbringen. Kann ich hier eigentlich auch Sachen wieder verlieren? Wahrscheinlich, ne? Na gut. So, hier werden noch weiter Kinder geboren. Geil. Einer ist auch erwachsen geworden gerade. Sehr gut. So, kommt jetzt hier einer rein? Nee. Doch. Geil. Jetzt kriege ich deutlich mehr Wissenschaft. Da ist aber ja hier keinen drin. Hm. Mal hier einen raus. Dann könnte hier einer reingehen. Oder? Ach, da ist der Weg. Ups. Dann machen wir das so. Und so. Ja, das hat geklappt. Cool. Das soll Geländer, glaube ich, sein. Da rechts und links. Okay. Ja, aber also man merkt jetzt schon, dass das bald snowballen kann hier. Ne? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Wasser am Start. Jetzt sind die Karotten auch am Stissel. Nice. Gut. Ehre. So, und sobald ich 60 Wissenschaft habe... Alter, Leute, ich bin süchtig. Ich will weitermachen. Schon über eine Stunde. Oh ja, oh Gott, ich muss auch andere Sachen heute machen. Ja, aber ich muss ja erstmal die Eco fixen. Ne? Warte mal. Wie machen wir es jetzt am schlauesten? Also, das mit den Karotten, das müsste jetzt eigentlich böllern. Und ansonsten mache ich jetzt halt wirklich Förster. Die sind aber anscheinend dann wirklich dafür da... Bäume zu pflanzen, nicht Büsche, oder? Doch, da brauche ich auch Förster für. Tatsache, okay. Ja, 60 Wissenschaft. Okay. Also, es ist ein krasser Mix aus... Ja, so Endzone-mäßig. Würde ich viel Endzone, aber Endzone ist ja auch schon ein Mix. Ne, aus so Elementen älterer Strategiespiele. Anno, Siedler... ne? So, in die Richtung mit dem Wegesystem, dem Trägersystem, Straßen, Wegestraßen, ne? Ist ja fast das Gleiche. Gut. Ja, aber jetzt merke ich, guck mal, da wo geerntet wird, hier hätte man schon schnell neu pflanzen können. Na gut, aber vielleicht haben die jetzt durchgehend zu tun. Ich meine, wenn die durchgehend zu tun haben, ist ja gut. Nahrung geht jetzt auf jeden Fall ordentlich hoch. Und wir haben jetzt auch gut ArbeiterInnen. So. Förster. Das will ich jetzt noch einmal machen. Zack. Guck mal. Schön zentral, oder? So? Oder was meint ihr? Kann man auch schichten? Das ist ja geil. Kann ja alles stapeln. Ist ja voll smart, oder? Oh, der hat aber dann nur auf der Ebene seinen Bereich. Krass, okay. Ja, ich glaube hier so mittig, dann... Oder? Weil hier unten mache ich ja eh nichts mehr. Ne, dann machen wir das hier. Ja, hier. Zack. So ist die Frage, was dann da passiert, ne? Boah, es werden aber ordentlich Karotten geerntet jetzt. Ich habe jetzt auch echt einige Biber. Naja. So. Ja, und ich glaube, am interessantesten wird es dann mit dem Game, wenn man anfängt wirklich mit Staudämmen und
neue Flüsse schaffen quasi. Ist halt die Frage, ne? Wenn ich hier jetzt einen Staudamm baue, fließt hier das Wasser über? Das wäre ja übel Ehre. Keine Ahnung. Das könnte ich eigentlich mal ausprobieren. Oder? Was meint ihr? Wie viel Holz brauchen das? Oh, Planken einige. Okay. Oh, da hat man aber gesehen, da war ein Träger gerade, der das auf dem Rücken hatte. Das ist dann hier wahrscheinlich so ein Verbesserter, oder? Haben die da einen Rucksack? Hier, da. Die haben einen richtigen Rucksack. Da. Ja. Schlepperposten. Der kann anscheinend deutlich mehr tragen. Oh, jetzt wird hier richtig aufgefüllt. Ist doch geil. Werde ich hier nochmal ein paar bauen auch. Machen wir am besten hier so am Wegesrand. Oder wobei, wenn hier... Ich muss mir das jetzt genau überlegen. Aber ich glaube, so ist echt am besten. Und dann stecke ich die da schön. Oh, ist fertig. Keine arbeitslosen Biber im Distrikt. Dann nehme ich hier wieder einen weg. So. Jetzt die Frage. Der ist auf seinem Aussichtsposten. Aha. Birken? Okay, warte mal. Fertig gewachsen in 9 Tagen. 12, 14. Ja, aber Ahorn bringt ja mit Abstand am meisten. Okay, dann mache ich mal kurzfristig. Wobei, ich kriege ja hier oben noch. Also Ahorn knallt ja richtig. Ne? 8, 16, 24. Also... Ja, es ist mit Abstand beste Verhältnis. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Zack. Huch. Zack. So, jetzt hast du gut zu tun hier mit den Ahornbäumen. Viel Spaß. Okay. Sehe ich das jetzt immer so? Ah, ne. Der pflanzt jetzt hier die Bäume. Ja, Ehre. Okay. Ja, aber... Ah, aber das Problem ist, bei Ahorn kommt eine Dürreperiode und die sind noch nicht ausgewachsen. Verrecken die dann? Gute Frage, oder? Ja, jetzt habe ich langsam echt Holzprobleme tatsächlich. Okay. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal an der Stelle Schluss. Macht aber übel Bock. Also wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel auch gönnen wollt... Ist im Early Access, wir haben es gesehen, auch das Bug-Feature ist da, der verlinkte Discord-Server ist da, also macht einen guten Eindruck. Holt es euch gerne im Epic Games Store und wenn ihr mögt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr da den Creator-Code Hand of Blood beim Kauf angebt. Da ist immer so eine kleine Zeile. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, es hat echt übel Bock gemacht. Ich hoffe, ja, der, die ein oder andere... Strategiespiel-LiebhaberIn fand das halt auch geil. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüssi.